Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Staffel 2 mit keinen anderen als T94TT. Hi Alex. Servus. Wieder mal hier zurück, ja, wieder mal auf dem Boot, auf der Yacht, die wir das letzte Mal weitergebaut hatten. Und ich würde mal sagen, in dieser Session sollten wir so langsam mal fertig werden mit der. Da fehlt uns eigentlich nicht mehr viel dafür, würde ich sagen, oder? Für Alex, oder was hast du eigentlich noch vor? Eigentlich wollte ich bloß das obere Dach noch machen und ein bisschen ausbauen, mehr nicht eigentlich. Aha, okay. Und unterhalb, was kommt da alles rein? Unten kommen die ganz normalen Kabinen eben rein. Also okay. Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer. Ja, das wird was. Bad wird was. Ja. Ich habe hier gerade ein bisschen Stress mit Spinnen. Und anscheinend läuft das mit den Servern jetzt endlich wieder. Gott sei Dank. Oder auch nicht. Ich kann die Spinne nicht schlagen. Lol, Alter. Wie heftig die brennt. Au! Scheiß Spinne. Haut die mich einfach. Jetzt glaube ich langsam. So, ich werde jetzt erstmal kurz an dieser Stelle was essen. Bam. Ja, genau, essen. Und Schwerter auf alle Fälle mal machen. Ah, hier haben wir noch vergessen, ein bisschen Cobblestone. What the fuck? Die Lache von dem. Oida. Das war jetzt eine Sache, du. Ist ganz dunkel geworden bei dem. Hä? Ist das jetzt wegen dem Schatten oder was? Keine Ahnung. Also bei mir ist kein Schatten oder dunkel gedöns. Hä? Wenn ich hier stehe, wird ja bei mir alles dunkel. Und wenn ich weggehe von dem Haus, wird es wieder hell. Keine Ahnung. Das ist bestimmt bloß wieder so, aua, so ein Grafikfehler. So, mal gucken. Haben wir hier noch irgendwo was Wichtiges drin? So, ja, wegen dem Texture Pack, falls sich ein paar Leute fragen, was zum Teufel ist das für ein Übershit, das wäre das, Foto... Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Realism. Ja, genau, das Fotorealism, 128 auf 128. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Texture Pack. Wie sieht's mit dir aus, Alex? Oh ja. Also, ich bin beeindruckt. Schaut echt geil aus. Ich schau mir gerade die Bücherregale an, schaut auch nicht schlecht aus. So. Ja, ich finde auch vor allem das Cobblestone, das schaut echt cool aus. Es ist ja allgemein, weil es, das heißt der Fotorealism und mit dem Realism eben auch, weil es eben, ja, man glaubt es kaum, es soll der Realität ein bisschen gleich dienen, ne? So. Außerdem, ich möchte euch mal kurz informieren, ich habe offline, also offscreen habe ich mal ein bisschen was gemacht hier auf der Welt, und zwar habe ich hier dieses, da war ja davor ein Wasserloch, ne, das habe ich zugestopft, das wollte ich sowieso am Anfang, wo ich das hier, diese Straße gebaut habe, wollte ich sowieso mal dieses Loch hier zumachen, weil da immer Mobs drin geschwommen sind in der Früh dann, und deswegen sind die dann wieder drin verbrannt, weil die eben immer im Wasser rumgeplanscht sind, und das hat mich richtig aufgeregt. Des Weiteren, was haben wir hier sonst noch? Eigentlich nichts. Doch, drüben bei der Plantage. Bei der Plantage habe ich auch wieder ein paar neue Kartoffeln und so gesetzt. Natürlich cheatfrei, damit mal die ganze Farm-Sache hier auch mal beendet ist, damit es ja auch mal voll wird. Apropos Farm, ich glaube, da gehe ich mal eben schnell rüber, damit ich dann mal wieder neu setzen kann, weil ich glaube, das ist wieder alles neu nachgewachsen. Ja, und wir spielen ja gerade auf der neueren Version. Richtig, ja, auf 1.7.2. Die ist. Wie schon einige wissen, kann man ja bei der Version auch Teppiche verlegen. Das werden wir wahrscheinlich auch beim Boot dann machen. Mhm. Dass man nicht einen doppelten Boden braucht. Das ist immer ganz gut jetzt für Häuser, wenn man baut. Man hat immer das Problem gehabt, dass man damals immer doppelten Boden macht. Wenn man unterschiedliche Farben möchte. Und das ist jetzt dadurch behoben worden, fast schon. Ja, richtig geil auf alle Fälle, was da alles dazugekommen ist. Vor allem ist es auch, es sind auch neue Biome dazugekommen, wie jetzt so eine Trockenwüste eigentlich, fast so wie wenn man nach Australien gehen würde zu dem Roten Berg, da wisst schon welchen Berg ich meine hoffentlich. Und Red Rock. Keine Ahnung, wie der nochmal hieß, nicht Machu Picchu. Uluru, genau, jetzt den Uluru. Und da gibt es jetzt eben auch so ein Biom extra mit diesem Stein, so rotlich. Und das ist auf jeden Fall getrockneter Lehm, habe ich gehört. Auch ziemlich geil. Man kann auch jetzt Fenster kann man auch färben.
Man kann daraus zum Beispiel dann cool eine Kathedrale machen mit irgendeinem Gesichtle drin oder irgendwas, auch immer. Gesicht. Gesicht. Also mir ist gerade aufgefallen, dass ich irgendwie eine coole Rüstung habe und die passt zu meinem Skin irgendwie. Ich habe gar keine Rüstung. Ich bin eine arme Sau. Ich habe so eine blaue Rüstung, die passt irgendwie gerade. Eine blaue Rüstung? Ja, mit so einem blauen Tuch halt. Das ist eine Eisenrüstung. Ach so, eine Eisenrüstung. Okay, ich dachte schon so, what the fuck? Haben wir irgendwas mit Lapis Lazuli jetzt, oder? Pink. Ja, ein Pink, ja. Das würde mir stehen. Pink würde mir auf alle Fälle stehen. Ja. Der Tor, der passt dann. Oh ja. Patty Labi in Pink. Oh. Da kriegen einige jetzt hier bestimmt harte Nippel, ey. Ja gut, Alex nicht, der hat einen anderen Geschmack, aber die anderen, die mag, die mögen das bestimmt. Die fahren voll drauf ab, ich sollte eine C&A-Kulisse machen hier, so eigener Trend und so, weißt Bescheid. Nippel-T-Shirt. Genau, ein Nippel-T-Shirt, wo man extra, da steht extra groß aufgedruckt, bitte drücken. Oh Mann. Meine eigene C&A-Sache hier, ey. Mann, ich kann es kaum erwarten. Die kauft sich dann bestimmt noch jeder für 3000 Euro, ja. Also ein T-Shirt kostet dann 3000 Euro, was ja von mir persönlich gemacht worden ist, ja. So, die eine Steinhacke ist jetzt kaputt. Jetzt müssen wir eine neue machen. Beziehungsweise wir haben ja eine noch, aber die müssen wir jetzt auch dann aufbrauchen. Und dann haben wir eigentlich hier dieses Möhrending zur Hälfte schon mal fertig. Nein! Was? Nee. Hast du Nein oder Nein gesagt? Nein. Ach, Nein! Ich sag mal lieber nichts. Was willst du denn sagen? Fünf Eier. Fahrrad fahren. Kaputt. Und so. Nein, Leute, also die sich jetzt fragen, so, ey, was labert Patty da? Ich kann es leider nicht verzählen, weil es. Obwohl, darf ich es verzählen? Oder habe ich schon verzählt? Oder? Ach, keine Ahnung. Nee, hast du noch nicht erzählt. Ja, von mir aus. Aber nicht so detailgetragen. Alter. Hast du nicht so detailgetragen? Ja, gut, es muss ja detailgetreu nachsagen, weil sonst. Detail! Detail! Ich weiß! Detailgetreu! Detailgetreu. Ja, wenn du das Falsche sagst, dann hast du mein Schwert im Arsch. Willst du mir drohen oder was? Nein, ich doch nicht. Denk dran, das hat Verzauberung verbrennen. Einen Schlag und denk du brennst, dran. Alter. Meins hat. Ah, egal. Wo du verbrennen gesagt hast, ist auf. Ey, da fehlen drei. Warum fehlen da drei? Warte, ich mach das Loch zu. Ach, hast du noch drei? Ja, ich hab 16. Wunderbar. Wow, in einer Folge haben wir ein Loch gestopft. That's what I said. Nice, Alter, was wir alles schaffen. Meine Fresse, du. So, hier sind Kartoffeln. Warte, ich baue dir schnell eine Burg. Eine was? Ich baue dir schnell eine Burg. Ach so, ja, mach das. Eine Burg. Wo kommt denn der her? Ach, das ist eine Kiste. Hast du nicht gesehen, wie eine Kiste ausschaut oder was? Oder wie sie ausschauen sollte? Nee, ich hab grad rechts hin, dabei war das rechts die Workbench und links die Kiste. Mein Gott, ey. Aus welcher Welt kommst du denn, ey, dass du nicht mal das gebacken bekommst, was eine Kiste ist und was eine Workbench? Ja, ich hab nur auf alles braun gesehen, hab ich. Ja, Ausrede, alles Ausrede, Freunde. Es war so aus dem Augenwinkel, ich hab nicht aufgepasst, wo ich hindrücke. Mann, jetzt lass mir mal den Spaß! Ich will ihn nur ärgern! Mach deinen Scheiß alleine! Das schaut so echt aus, Alter. Was sah echt aus? Nix, wie du deinen Kopf so genickt hast, wie geheult hast. Das sah von hinten so echt aus. So echt. Ach, da haben wir noch ein Steinding. Warum nehme ich die dann von der Plantage? Assassin's Creed. Oh. Scheiße, stimmt. Stimmt, das wollte ich heute eigentlich aufnehmen.
Dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr oder so und dann habe ich halt dich gefragt, ob du irgendwie Lust hättest. Ja, und ich war nicht da. Doch, du warst da. Scheiße, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ja, jetzt bin ich ja da. Leider. Ich kann auch gehen. Ja, genau. Dann muss ich aber das Scheißteil alleine bauen. Und das wird dann alle, das wäre dann der Holocaust, ey. Wenn ich das Ding dann baue, dann... Nee, lieber nicht. Was willst du bauen? Ein Penis, einen richtig fetten Penis würde ich reinbauen, ey. Ja, dann kann ich dir helfen. Nein, das kann ich selber. Ich bin natürlich schon großer Junge. Du zweifelst an meiner Kompetenz, ne? Nö, was soll ich denn machen? Du könntest das Boot eben weiterbauen, weil das muss fertig werden. Diese Folge zumindest. Also nicht diese Folge, sondern diese Session. Okay. Weil das ist absolut die letzte Folge, also die letzte Session, wo du dabei bist. So leid es mir klingt. Aber ich muss auch fertig werden mit der Staffel, weil ich demnächst dann Minecraft Hexit vielleicht mal ausprobieren möchte. Oder ein anderes Konzept oder wie auch immer. Irgendwas okay. Halt neu. Und ja, wie gesagt, ich muss ja noch Ding bauen in Minecraft Staffel 2. Ein Hallenbad oder eben so ein Freibad. Keine Ahnung, halt so Badscheiße. Und danach hat sich's eigentlich gegessen. Danach ist eigentlich alles fertig. Und an die Leute, die jetzt fragen, kann ich die Welt wo downloaden? Ich weiß nicht, wie ich es regeln kann, weil ich habe jetzt bei Mediafire hieß es damals. Das war ja damals so eine Scheiße, da konntest du irgendwas hochladen und ein anderer kann es halt downloaden. Der hat mir ja damals meine Staffel 1 Welt einfach so rausgelöscht, weil es halt nicht so viele gedownloadet haben. Und es waren aber 16 Stück, das wundert mich ehrlich gesagt. Aber danach, nach den 16 Stück kam eben nichts mehr eine Zeit lang und dann hat er es einfach gelöscht, der Homo. Und jetzt habe ich es halt irgendwie so vor, ich werde jetzt die Welt halt, ich sag mal so ein paar Monatchen verwahren bei mir. Der Interesse hat, soll mich anschreiben, den schicke ich dann per E-Mail oder keine Ahnung wie. Und, ja gut, E-Mail hat sowieso jeder, also über E-Mail. Und, und nach den paar Monaten, die ich mir dann festgesetzt habe, dann werde ich die Welt halt löschen. Dann hat halt derjenige, der dann die Welt nach der Frist, sag ich mal, noch haben will, der hat dann Pech gehabt, weil ich sie ja dann nicht mehr habe. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die abspeichern soll. Eine eigene Webpage habe ich ja nicht und auf ewig möchte ich die Welt ja auch nicht behalten. Du kannst es auch so machen, dass du die bei Mediafire nach wie vor hochlädst und dann halt trotzdem behältst. Und wenn halt was ist, dann nochmal hochladen. Ja, gut, das ist ja dann vom gleichen Prinzip her auch wie beim E-Mail-Scheiß, Alter. Was ist daran so schwer, mir mal kurz die E-Mail zu mir mal kurz anzuschreiben, YouTube oder so, dass er mir... Weiß nicht. Sind halt 24 Stunden bereit zum Downloaden. Ja, trotzdem. Bereit. Ein Ei. Als hätte mir jemand in 3 Uhr in der Nacht nur schreiben, kannst du mir die Welt down, also geben oder so, ja. Da muss ja, halt sich ein bisschen abwarten. Muss halt ein bisschen abwarten, der werte Herr. Frag ich dann. Wenn du das machst, Junge, dann bist du kaputt. Hey Patty, was? Gib mir deine Map. Fuck you, Alex. Fuck you! Jetzt habe ich die Hacke mitgenommen, ich dödel. Geil. Mensch, es läuft halt so flüssig. Das macht gleich richtig Spaß beim Aufnehmen, ey. Das wirkt alles so geil. So flüssig, so geil und so erregend und so geil. Und ja, ist echt so. Peniskopf und so. Ja, voll Penis. Richtig Penis, Hardcore-Penis. Penis! Das musste ich mal gesagt haben. So. Ich habe nicht mal Optifine installiert und es läuft so schön. Schwarz. Ja, es läuft alles schwarz hier. Vor allem dieser Mond, der sieht so... Alter, nee, Mann. Der sieht so schön aus. Scheiß Skelett, geh runter. Ich weiß, Doc. Hurasohn. Du Hurasohn, du Hurasohn, du Kurasohn. Nein. Ja. Hab ihn. Na, alles klar bei dir. Mal wieder. Brauchst du Treppen oder... irgendwas? Boah, Alter, ich schreck mich halt. Was denn? Oh. Ich hab grad mein Inventar geguckt. Ich wollte nur Hallo sagen! Auf einmal hör ich bloß Treppen. Heute mag mich Treppen niemand. Hochkommen. Ich gedacht, da kommt ein Creeper oder so. Ein Creeper, als sieht ich ausgucken wie ein Creeper, verdammte Kacke.
Nein, ich habe mein Inventar aufgehabt und dann habe ich nicht gesehen, ja, dass ja, ja, steht. Ja, ja. Du bist nur auf meiner Grünschwäche irgendwie hinausgehen, ne? Ich habe doch Grünschwäche, ich gebe dazu. Hier geiern ein paar Schärfe rum. Ja, und jetzt kommen die ganzen Zombies. Super, toll. Oh yeah. Oh yeah. Dann nehme ich lieber erst diesen Schaf.